Willkommen zu einer neuen Folge Run Cash Repeat. Ich und Georg werden heute Marc und Leon durch Hamburg jagen. Schön sonnig. Und ich würde sagen, ihr beiden dürft keine Zeit verlieren. Haut ab. Jawohl. Und wir werden euch bekommen. Yo, yo, yo. So, was spielen wir hier eigentlich? Es ist Fangen durch die ganze Stadt. Ein Team zieht zu Beginn 3 Ziele und müssen diese erreichen, um das Spiel zu gewinnen. Dabei nutzen sie alle Verkehrsmittel, die die Stadt zu bieten hat. Die Fänger erhalten alle 10 Minuten einen 10 Minuten alten Standort des anderen Teams, um sie zu fangen. Beide Teams haben die Möglichkeit, Aufgaben zu erledigen, um sich Münzen zu erspielen. Mit Hilfe dieser Münzen können sie ihre Fähigkeiten spielen, die sie zu Beginn ausgewählt haben. Das Läuferteam startet mit 3 Münzen, das Fängerteam startet mit 0 Münzen. Das weglaufende Team muss an jedem Ziel mindestens eine Aufgabe ziehen. Leon und Marc haben die Fähigkeiten Intervall erhöhen, Zeitreise und Ziel tauschen. Georg und ich haben die Fähigkeiten Freeze, Intervall verringern und Ziel tauschen. Die genauen Erklärungen der Karten kommen dann, wenn wir sie spielen. Und jetzt geht's ab zu den Zielen. Am Hauptbahnhof geht die ganze Jagd los. Die Sankt-Nikolai-Kirche ist Ziel Nummer 1, beziehungsweise das Mahnmal. Dann geht es etwas nördlicher zur Picknickwiese, einer Aussichtsplattform an der Außenalster. Und dann ganz im Norden der Flughafen als drittes und letztes Ziel der beiden. Zwei recht nahe Ziele. Und eins komplett weit weg. Samstag, schönes Wetter. Das ist natürlich in Hamburg voll. Und gucken mal gleich, was einfach am nächsten frei ist. Wir müssen gucken, wo die Bahn schneller fährt. Ich habe das ungute Gefühl, dass die beiden die nächstbeste S-Bahn nehmen werden und irgendwie erstmal weit weg wollen. Ja, das aber wir müssen sowieso erst Aufgaben machen, damit wir Punkte bekommen. Damit wir jetzt so ein paar Skills erwerben, richtig? Erstmal die Augen aufsetzen, sonst wird das hier nichts. Du sorgst für den Durchblick, ne? Ich ziehe einfach mal. Teste ein Fortbewegungsmittel in einem Geschäft, wo dieses auch verkauft wird. Wo ist der nächste Tesla-Laden? Oder wir können in Saturn gehen, da gibt es E-Scooter. Wir bleiben jetzt hier, gehen da über die Ampel ganz fortschrittsmäßig, weil sonst wären wir vom Bus platt gemacht. Ach. Das wollen wir nicht. Und das Opossum wollen wir auch noch ganz zum Schluss machen. Die beiden werden sicherlich gleich abhauen. Wir steigen in die S2 Baumühl. Nach Berliner Tor, weil von dort aus haben wir auch alle Möglichkeiten, irgendwas zu nehmen. Die beiden sind eingestiegen und weg. Und wir hopsen in den Saturn rein, wenn er schon auf hat. So, meine Damen und Herren, liebe Kinder, dann stell dich doch mal da eben einmal drauf. Und dann haben wir Aufgabe 1 geschafft. Wir gehen eben raus und dann haben wir die Punkte erfüllt. Eine Station, steigen wir wieder aus. Das ging schnell. Berliner Tor. Und das Ziel ist es, erstmal die Aussichtspunkte an der Alster zu holen. Da müssen wir mit der U-Bahn ran, U3, und dann relativ viel mehr Stück weit zu Fuß. Ehrliches Wetter. Lang nicht mehr gesehen. Skyline von Hamburg. Ja, schön Hochhäuser. Wir ziehen nochmal eben schnell eine weitere Aufgabe, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, wo sie gleich landen werden. So sieht's ja aus. Ich schaffe es, dass 5 Personen den YouTube-Kanal Run Catch Repeat abonnieren. Hier laufen so ein paar Tausend rum. Das wird schon klappen. Dann suchen wir mal ein paar junge Leute, die unbedingt diesen Kanal abonnieren wollen. Jeder, der schon mal im Berliner Tor war, weiß, das ist einfach ein fucking Labyrinth. Hier muss man einfach gefühlt 10 Minuten von der einen S-Bahn zu U-Bahn umsteigen. Wirklich größer als der Hauptbahnhof gefühlt. Moin, moin. Darf ich kurz stören? Nein? Okay, sorry. Ja, die waren gerade vertieft in ein persönliches Gespräch. Das war ein bisschen unglücklich vielleicht. Die sollen abonnieren. Sie brauchen ja eigentlich nichts sagen. Ach so. Ja, okay, sie können gut. Einfach still auf den Abo-Knopf drücken. Wir warten und haben gesehen, dass sie eine Aufgabe haben. Und ich denke mal, die müssen eh ein bisschen im Hauptbahnhof so ein bisschen rumgucken. Denke ich auch. Das ist halt echt nur schwierig, den Plan, den wir uns jetzt gelegt haben, die Aussichtsplattform, diese Picknickwiese zu erreichen. Danach anschließend zum Flughafen. Und im Flughafen ist man dann halt ein bisschen eingekesselt. Da müssen wir dann auch ein bisschen Glück hoffen, weil nur die S-Bahn dahin fährt. Steigen wir in den günstigsten Flieger ein. Genau. Wir nehmen den nächsten Flieger nach Malle. Arrivederci. Ja, schön. Kriegt er uns nicht mehr. So, machen wir da dann die letzte Aufgabe. Nicht mehr, macht da die letzte Aufgabe. Da fehlen auch schon an. Da unten haben sie eh viele Kirchen. Da wird schon eine St. Nikolai heißen. Das ist schon okay. Genau. So, ich buche die Flieger, Leon. Last Minute Business. Wir haben uns jetzt eher dafür entschieden, die schnell zu wehtun, damit wir schnell eine andere Aufgabe kriegen, weil hier morgen sehen die Leute noch alle nicht ganz so motiviert aus. Wir schicken den Live-Standort rein. Für 2 Minuten sehen sie jetzt, wo wir sind. Aber das ist für uns eigentlich nicht so wild, weil sie wissen ja, dass wir hier sowieso noch Aufgaben machen. Und wir ziehen direkt eine neue Aufgabe. Auf geht's. So. Ja. Oh, das ist eine Strafkarte, wie unglücklich. 10 Minuten nur nach Süden gehen. Wir gucken gleich, wo Süden ist. Wir ziehen aber erst noch eine neue Aufgabe. So. Karma Boost. Spende eine Kleinigkeit. Dann machen wir das mal. Wir spenden eine Kleinigkeit. Muss es eigentlich Geld sein? Ich könnte auch eine gute Idee spenden. Also läuft gerade ein bisschen für uns. Sie sammeln sich aber schon einige Punkte. In einer Minute ist er da. Dann geht's ab nach Munzborgs, ins UCI, wir gucken jetzt mal einen schönen Film. Da ist die Sonne und es ist 10 Uhr, sie müsste also irgendwo
keine Ahnung, aufgegangen sein. Wir gehen ganz, ganz, ganz langsam und versuchen währenddessen die Aufgabe zu erledigen. Also wir müssen einfach was spenden. Wir können eigentlich der nächstbesten Person einfach einen Euro in die Hand drücken und gut ist. Ja, da ist die Bahn. Oh, dann fühle ich mich auch so ein bisschen wie so ein Undercover-Detektiv, weißt du, wo man nicht. Ja, genau, so Taschendiebe. So Taschendiebe. Wir haben in Richtung Süden jemanden gefunden, der gleich einen Euro bekommt. Ich bleib hier hinten stehen, du läufst da einmal kurz hin und gibst einmal kurz was ab, okay? Wir waren erfolgreich. Sehr schön. Eine gute Tat am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Deutsche Bahn kann mir danken. Ich unterstütze es mit der Videoaufzeichnung hier. Wenn hier was passiert, ich bin da. Da eine Aufgabe. Für mindestens ein Taschendieb. Wie wäre es mit noch einer weiteren Aufgabe? Ziehe 5 Paar Schuhe an und teste sie kurz aus. Gebe eine Bewertung von 1 bis 10 ab. Das kriegen wir hin. Während wir die Aufgabe gezogen haben, sind die beiden ausgestiegen. Boah, herrlich. Herrlich, schöner geht's doch nicht. Wird man auch ein bisschen braun. Dann müssen wir uns jetzt beeilen. Ja, da in die Richtung. Also darüber. Hier darüber noch, ja, erst da noch und dann links. Gerade genau. Ab in Pickelkloppenburg rein und wir suchen mal eben schnell Schuhe und dann melden wir uns. Nee, da. Sportschuhe, genau. Gut, dass deine Socken keine Löcher haben, das ist schon mal gut. Testen wir doch einmal aus. Was haben wir denn hier mal so gut? Würde ich jetzt persönlich so nicht tragen, ist eine 3 von 10. Was haben wir hier mal so gut? Ja, sieht schon besser aus, ne? 6 von 10. Ganz spannender Schuh. Passt nicht, ist eine 1. Ja, ist eine 1. Ja, aber was du hier dran sehen kannst, das passt auf jeden Fall gar nicht. Habe ich quasi anprobiert, ist 4 von 5. Also von der Qualität her, also ist bestimmt ein guter Schuh, aber für mich 0 von 10. Ich weiß, meine Bewertungsskala ist klasse. Naja, die sind ja gar nicht so verkehrt. Das sind mit die besten, finde ich. Die sitzen gut. Also im Endeffekt, also wenn ich sagen würde, ich würde die jetzt kaufen, ich würde sie im Alltag so eine 7,5 von 10. Das ist gut. Sehr schön. 5 von 5, ne? Jetzt ziehe ich meine eigenen Schuhe wieder an. Wir hauen aus dem PNC ab und dann wollen wir uns mal wirklich auf die Jagd begeben. Wir haben jetzt grandiose 8 Punkte und noch haben sie kein Ziel erreicht. Mal gucken. Hier ist auch einer, okay. Oh, guck mal, da kannst du sogar vorne, das zeig's euch mal. Achso, hier. Aber solange da kein Kind drin ist, oder? Ich setz mich vorne rein. Ja. Das können wir nehmen. Das ist okay. Das ist okay. Was wir jetzt so herausfinden konnten, die Richtung, in die sie gefahren sind, könnte tendenziell sein, dass wir mit der U3 ihnen dort ein wenig hinterherkommen können. Ich finde, Run Catch Repeat kann nicht nur Unterhaltung sein, sondern auch mal aufklärende Wissen, Worte. Wissen. Also, sprechen wir über Bienchen und Blümchen. Sprechen wir über Erikssons Probleme im Alter. Okay, ich fange dann mal an. Die Liste ist lang. Es kann länger werden heute die Folge. Das ist normal, jeder Mann muss sich dann damit abfinden ab einem gewissen Alter. Ab welchem Alter sprechen wir? Ich würde jetzt nichts preisgeben, aber so Mitte 30. Aufklärungsauftrag haben wir auch erfüllt. Ist das schön. Der Fernsehturm. Ja, wir müssen schwimmen. Wir auf Alcatraz. Wir müssen auf die andere Seite schwimmen. So, wo ist er? Ja, 1, 2, 3, Button. Die beiden haben das erste Ziel erreicht. Hat mich jetzt nicht unbedingt verwundert. Dann können wir mit der U3 denen jetzt richtig schön Stress machen. Und schauen wir mal, was deren Aufgabe ist. Besuche unterschiedliche Supermärkte oder Discounter und halte dich dort 5 Minuten auf. Für jeden weiteren Laden erhältst du einen Punkt. Aha. Campen im Supermarkt. Richtig, ganz genau. Das ist auch mal was Schönes. Am Flughafen ist ein Supermarkt, da könnte man das davor machen. Ja, so machen wir es eigentlich, oder? Da ist unsere Bahn. 5 Haltestellen und dann in deren Richtung kommen. Und ich bin mal gespannt, wo sie dort was machen. Guck mal, was ist das da hinten für eine Station da eigentlich? Das sieht so. Achso, wir hätten bei Kassen. Ah, keine Fähre. Oder fährt eine Fähre? Nee. Was ist das denn? Ah, nee, ist abgeschlossen, ne? Ah, schade, okay. Ich könnte kein entkommen. Ja, nee, da ist ein Bus. Da ist jetzt, wenn wir hier weiterlaufen, kommt direkt die Bushaltestelle auch gleich. Zimmerstraße. Wir haben noch unser Standortintervall verkürzen. Das müssten wir, wenn wir es überhaupt mal nutzen wollen, recht früh machen. Und dann kriegen wir alle 8 deren Standort. Ja. Dann spielen wir jetzt einmal die Karte Standort verringern. Er hat irgendwas geschickt. -2 Minuten Intervall, alle 8 Minuten den Standort. Was mir gerade Maps-mäßig aufgefallen ist, 200 Meter drunter ist ein Fähranleger, der sie quasi direkt wieder zurück Richtung Alsterfontäne und andere Außenalsterseite bringt. Das ist natürlich ein krasser Move, wenn sie jetzt sich aufs Schiff bewegen und dort abhauen. Wollen wir dann, wir haben ja 3 Punkte. Er setzt doch die Fähigkeit ein, oder? Welche? Auf 10 Minuten, dass wir unsere Stand und wieder 2 Minuten verlängern. Ich bin verwirrt. Marc, ich schaff das nicht. Ja, das ist so viel. Das ist echt viel. Das ist wirklich echt viel.
Wir sind raus. Sie haben den Intervall wieder verlängert. Also sie haben ihre eigene Karte gespielt. Es ist wieder bei 10 Minuten. Hat sich also egalisiert. Jetzt müssen wir gucken, in welche wir rausgehen und überlegen, ob wir vielleicht einfach einen Scooter nehmen und mal versuchen, in deren Richtung zu kommen. Was ich jetzt so hier sehe von der Fähre her, die fährt in 26 Minuten ab. Ich habe nur Angst irgendwie jedes Mal, dass er kommt, was eigentlich ein bisschen unwahrscheinlich ist jetzt. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Na gut, dann werden wir mal melden, wenn dann in 2 Minuten der Bus kommt. Scooter ist besorgt. Jetzt müssen wir gucken, in welche Richtung wir müssen. Jagd eröffnet, passt das? Auf geht's, komm! So, und weiter geht die wilde Jagd. Ist halt die Frage, ob wir sie noch rechtzeitig abfangen können von ihrem Plan. Der Bus kommt. Der Bus hat keine Bremsen. Das kann aber nicht die Fähre sein. Wo könnten sie denn noch eingestiegen sein? Die 17 zur U-Bahn-Station Barmbek. Ja, das kann natürlich sein, dass sie da wegfahren. Warte, lass mal in die andere Richtung wieder. Ich möchte die 17 abpassen. Lass mal wieder da eben in die andere Richtung zurück. 10 Stationen. Oha, doch ein bisschen weiter als gedacht. Ios ist für mich ein Discounter, ja. Aber wir können doch 5 Minuten einsetzen und dann zum nächsten gehen. 5 Minuten. Wir können halt sagen, hier, wenn jetzt hier einer wäre. Wir gehen raus, machen den 5 Minuten und gehen danach wieder, wenn der Bus ist halt in 5 Minuten da, gehen wieder rein. Ja, aber er weiß auch, dass wir nach Barmbek fahren wollen. Dann ist er vorher in Barmbek. Weißt du, ja, er ist so schlau, er weiß auch, welche Buslinie wir fahren. Aber das könnte man eigentlich machen. Man könnte aussteigen, Supermarkt abklappern oder wieder zurückfahren. Bis nach Munzburg. Und nach Munzburg. Und in Munzburg einsteigen, dann wieder hoch. Ja, oder nach unten. Das setzt aber alles voraus, dass er wirklich direkt hinter uns ist, ne? Da könnten Sie gerade eingestiegen sein, an der Zimmerstraße. Wir sind hier wieder zurückgefahren gerade. Welches entfernte Ziel wäre denn da oben irgendwo? Planetarium Hamburg oder noch weiter halt der Flughafen, ne? Ja, dann lass hier abstellen und wieder in die U-Bahn gehen. Also Flughafen glaube ich nicht. Weil? Intuition. Wir versuchen bis Barmbek durchzufahren, hoffen, dass Sie dort auch einsteigen wollen. Am Aussteigen. Wir gehen erstmal rein. Top. Apfel kaufen. Aber Hauptsache erstmal rein. So, Zeit läuft. Die beiden sind ausgestiegen. Wo könnte das sein? Borgweg. Es könnte sein, dass sie Richtung Borgweg unterwegs sind. Mal die Zeit. Steht oder? 1. Und auf geht's. Hier zum Planetarium. Das wäre eine Möglichkeit, dass sie hier Richtung Borgweg gehen. Ist sogar ganz gut, dass du das Wasser hast, weil wenn wir eine Aufgabe haben, müssen wir. Bringe ein Boot zum Wasser. Die haben wir schon 2-mal gehabt. Müssen wir vielleicht eine kleine Pfütze bauen? Genau. Oder vielleicht was trinken? Den haben wir schon. Ich fühle mich wie 2 Fährverbrecher auf der Verfolgung. Wir müssen hier einmal aussteigen, weil die Bahn nicht dorthin fährt, wo sie hinfahren. Wir vermuten sie Richtung Planetarium. Stern schon zu St. Pauli. Ich bin verwirrt. Wir müssen gucken, wie wir hier wegkommen. Steigen wir ein. Ich glaube nicht, dass er so krass nach, oder? Wäre eingeschätzt, ne? Da hinten fährt unsere Bahn. Das war vielleicht jetzt irgendwie nicht so gut von mir, dass ich nicht darauf bestanden habe, da reinzugehen. Jetzt haben wir natürlich wieder einen kleinen Vorsprung, den wir hätten gerade egalisieren können. Okay, wir fahren jetzt erstmal bis Borgweg und zur Not kann man ja hiermit auch einfach durchfahren. Zum Hauptbahnhof im Prinzip, ne? Na, das ist genau vom Borgweg. Also es kann natürlich auch sein, dass sie da unten irgendwo gewartet haben und was anderes, also einen Bus oder irgendwas genommen haben, ne? Also wenn sie jetzt sofort gleich wieder Ausstieg schreiben, dann ist Planetarium immer noch richtig. Dann müssen wir aber gucken, ob dass wir rechtzeitig aussteigen, weil Borgweg ist jetzt ja nur bei Haltestellen. Steigen wieder aus. Also dann ist ja safe Planetarium. Dürfen Borgweg raus. Die Frage ist, wie war denn der erste Plan? Wieso waren wir denn in der U3 auf Barmbek? Ach so, weil wir mit der U3 dann eigentlich hoch wollten. Zur Airport. Ach, zur Airport. Genau das könnt ihr halt auch denken, weil es gibt nicht so viele Wege oben, weißt du? Aber deswegen ist vielleicht jetzt die Verwirrung gelungen, dadurch, dass wir jetzt hier runter wieder sind, oder? Wollen wir zum Barmbek wirklich? Ja. Also ich kann mir am meisten vorstellen, dass er da lauert. Weil, als ob er uns im Bahnhof erwischt. Das ist so weitläufig da oben. Das heißt, resetten am Hauptbahnhof. Wir haben jetzt noch ein paar Minütchen, dann können wir uns den nächsten Standort von denen angucken. Vielleicht sind wir aber komplett falsch. Also wir können jetzt erstmal nach Rödingsmarkt fahren. Genau, Rödingsmarkt, um die St. Nikolai-Kirche zu besuchen. Zwischendurch gucken wir nochmal, ob wir die eine Aufgabe fertig erfüllen. Also in diesem Supermarkt, Kiosk, Discounter stehen für 5 Minuten. Die sind nicht zum Planetarium. Die sind südlich gefahren. Eigentlich den Weg zurück, den wir gerade gekommen sind. Naja, sie können ja auch komplett durch die Stadt zurück müssen. Auf jeden Fall haben sie uns hochgenommen und wir sind am Planetarium und das war absolut falsch. Wie weit ist denn Borgweg weg? Schon ein paar Stationen. Aber es ist, glaube ich, genau, wenn er in die Innenstadt wieder fahren möchte, ist es genau die Bahn. Okay, top. Wir sind eingestiegen. Also das heißt, er kann nur hinter uns sein. Wir sind jetzt wieder eingestiegen. Ich vermute, die beiden sind in die U3 gestiegen, in die wir sind. Nur halt signifikant vor uns einfach. Da und Richtung Stadt. Also die sind wahrscheinlich jetzt gerade Hauptbahnhof oder so. Also wenn gleich ein Ausstieg kommt, so in einer Minute, dann sind sie Landungsbrücken. Wenn nicht, Super.
das Frühlingsmarkt. Die Richtung und alles passt, dass es irgendwas wie St. Pauli, Landungsbrücken oder sonst was ist. Berliner Tor. Auf Übergang jeden Fall sind wir richtig. S1 und S. Sie müssen noch in Supermärkte rein, Sie müssen noch Freeze von uns abbekommen. Vielleicht sind Sie auch in der Innenstadt ausgestiegen und suchen jetzt halt einfach die möglichst größte Dichte von irgendwie Edeka, Dings oder irgendwas, was da vielleicht irgendwie ist. Und suchen jetzt den Supermarkt. Es gibt einen Edeka in der Nähe. Dann geradeaus und dann gleich rechts ist der Edeka da. Der weiß dann ganz genau, wenn wir den Standard haben, dass wir bei einem Edeka sind und dann wird er es nutzen. Leon. Aber dann haben wir unsere Punkte. Dann können wir ihn zurücksetzen auf den letzten Standort. Ja. Die Art der Discounter ist auch egal. Ne? Ich meine, ja. Reeperbahn gibt es ja auch andere Discounter. Und dann gibt es den legendären Reeperbahn-Penny. Spiegel TV lässt grüßen. Ne? Ist das nicht die Kirche da oben eigentlich? Boah, direkt nebendran. Ja, fast neben der Kirche. Also da ist die Kirche oben und da hier ist der Supermarkt. Hier? Ja. Ich mach die Stoppuhr. Ja, wir sind doch spontan vor den Landungsbrücken ausgestiegen. Ganz intuitiv. Weil deren alten Standort, kurz nachdem sie ausgestiegen waren, ist hier Rathaus oder zumindest da drüber. So Thema Supermärkte und Aufgabe könnte natürlich hier am Rathaus sehr, sehr gut passen. Und dann wird es mal Zeit gleich für einen Freeze. Genau, und vielleicht eben auch zum Doppelfreeze ausholen. Weil 10 Minuten Freeze als Doppelfreeze könnte hart fies sein. Genau. Der Freeze ist fies. Die Rhymes sind am Start. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Ja, ne? So ein bisschen so eine Proteinwaffel-Ding und so ein Shaker. So, 2 Minuten, müssen noch ein bisschen warten. Sie haben die Aufgabe erfüllt. Ach shit. In diesem Edeka. Andere Richtung. Hier ist näher ein Edeka dran. Hinterm Rathaus quasi. Jetzt können wir zur Kirche. Die werden das Freeze gleich einsetzen. Lass ein bisschen schneller, bitte. Aber da ist es doch. Ich mach wieder. Boah, ist doch schon schön. Halt die Aufgabe schon bereit, dass wir ziehen und eventuell Punkte erfüllen können, währenddessen wir gefreezed sind vielleicht. Foto. Tschüss. Und sie haben Ziel erreicht. St. Nikolai. Okay, warte. Können wir die Aufgabe ziehen? Zack, auf geht's. Besorge dir ein Getränk, welches du exst musst. Jawohl. Jawohl. So, zack. Freeze stehen bleiben. Prost, du sagst, sie müssen was exen. Okay, wo ist denn die St. Nikolai-Kirche? Stehen bleiben, Freeze, 5 Minuten, ich muss. Ah ja. Exen. Exen, okay. Für mich. 5 Minuten stehen bleiben, wir haben es gewusst. Stabil. Okay. Einfach 5 Punkte haben wir dann. So, da steht eine ganze Flotte. Wo ist denn die Kirche? Shit. Okay, wir fahren. Attacke. Wo kommen wir denn da rüber? Da. So, noch 4 Minuten. Guck mal, wenn wir da schon, dann können wir schon mal wieder Richtung Barmbek wieder fahren. Bus? Ja, genau, Bus. Das heißt, wir müssen in 4 Minuten aber einen kleinen Sprint hinlegen, weil der sonst zu spät kommt. Das heißt, wir müssen hier da hingehen und dann müssen wir da. Komm. Du siehst die Kirche da rechts. Das ist doch das. Nein. Ist doch der Michel, oder nicht? Das ist der Michel, aber nicht die Nikolaikirche. Wieder gehen. Zack. Dann muss es auf der anderen Seite. Da ist schon eine Bushaltestelle. Sie dürfen sich eigentlich wieder bewegen. Oh, rüber. Yippie. Hoffentlich fährt ihr auch. Nach Marbeck, oder? Ja. Stop. Ich bin ein bisschen sicher mit Michel und nicht Nikolai. Bin mir nicht sicher. Scheiße. Wir müssen komplett zurück. Ja, toll. Ich hab's einfach nicht auf die Kette gebracht. Jetzt haben wir das zweite Ziel geschafft und wir hätten sie einfach kriegen können. Wie dumm. Da ist die 17, ich sehe sie schon. Da hinten ist sie. Vielleicht sind sie noch hier irgendwo. Vielleicht. So, das gibt es mal ein Fäustchen. Erstmal Fäustchen. Fäustchen. So, was haben wir geholt? 36 Proteine. Kennt ihr die? Diese Mamba-Dinger. So, wir testen mal. Schmeckt ganz gut. Ein dieses Ding hat 4,6 Gramm Proteine. Kann man machen. 2,50 Euro. Kann man machen. Hat gekostet. Muss man aber nicht. Okay, sie sind eigentlich. Wir können sie aber zum Aussteigen bringen mit dem Freeze. Wir spielen noch einen Freeze. Sofort. Freeze mal 2. Das bedeutet, wir müssen aussteigen am Hauptbahnhof. Ich denke mal, der Bus wird, glaube ich, da halten. Die einzige Buslinie oder die Sache, die hier abgefahren ist, versuchen abzupassen, weil sie gleich wieder aussteigen müssen. Und ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Keine Ahnung. Ich habe ja bisher nicht so Erfolg mit den richtigen Richtungen heute. Wir müssen ja an irgendeiner Haltestelle stehen. Ja, wir müssen aussteigen. Okay, und hier müssen wir stehen bleiben. Mach die Uhr an. Zack. Rechts ist Hauptbahnhof. Weil dann sind sie noch einen weiter gefahren. Dann ergibt das ja Sinn.
Dann stehen Sie noch 3 Minuten da. Wenn Sie geschrieben haben, vor 2 Minuten Ausstieg, wir haben ja gesagt, 5 Minuten da stehen, wo man ausgestiegen ist. Okay, wir nähern uns den Hauptbahnhof. Vielleicht sind Sie in die Richtung. Also Leon, kurz taktische Teambesprechung. Wo laufen wir dann am besten und am schnellsten? Am besten S-Bahn, wenn die S1, auch noch, ne, parallel fährt. 12.34 Uhr fährt einer. 9 Minuten, das ist schon lange. Ja, eine halbe Minute. Wir sind am Hauptbahnhof. Wo könnten Sie hier sein, wenn Sie hier ausgestiegen sind? Macht es Sinn? Ergibt es Sinn, dass Sie hier sind? Wir haben hier den Hauptbahnhof. Vielleicht sind Sie noch hier. 3, 2, 1. Top. Es wurde brisant. Das bedeutet, wir müssen jetzt in die S-Bahn einsteigen. Sind verdammt nah. Aber wir haben Zeit. Schaltuhr gemacht. Oh, das ist jetzt unglücklich. Wir sind Ihnen also sehr, sehr nahe gekommen. 10 Minuten zurücklaufen. Schaffen wir es noch schnell, 5 Punkte zu erwirtschaften, dass Sie ein neues Ziel erreichen müssen? Das heißt, Sie ziehen jetzt Aufgaben, ne? Die werden jetzt Aufgaben ziehen. Wir wollen wahrscheinlich das Ziel switchen. Das heißt, sobald die 5 Punkte... Oh mein Gott. Wir müssen machen Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben. Das ist die einzige Chance, wie die eigentlich noch uns kriegen. Ansonsten haben wir gewonnen. Ha. Okay. Keine Bahn für 10 Minuten. Okay. Nächste Karte. Stimmt, hast du recht. Strafkarte, 10 Minuten stehen bleiben. Was machen wir denn jetzt zuerst? Eigentor. Wir waren eigentlich schon auf dem Weg. Ja, und jetzt müssen wir stehen bleiben. Das spielt natürlich uns in den Karten. Haben da natürlich maximales Pech. Ein mega, eine halbe Stunde oder sowas. Bloß, Sie können jetzt keine Aufgaben machen. Welche Aufgaben wollen Sie im Stehenbleiben machen? Das Spiel läuft irgendwie ein bisschen gegen uns. Nächste Karte. Spielzeugtester, finde eine Möglichkeit, ein Spielzeug auszutesten. Wie viele Punkte gibt es? Weil, da müssen wir vielleicht hoffen, dass wir nochmal eine 2er-Punkte-Aufgabe bekommen. Boah, ist schon sehr, sehr knapp. Wir sind da vorne, wir stehen hier am Saturn 10 Minuten rum und müssen dann nochmal weg. Und Sie können in aller Ruhe eben das letzte Ziel anfahren. So, jetzt wieder ein bisschen chillen und Richtung Flughafen. Dann wünschen wir euch eine schöne Reise. Sie sind eingestiegen und fahren weg. Wir fahren mit der 16 jetzt, ich glaube, irgendwie 2 Stationen, 3 Stationen, keine Ahnung, so dass wir die Zeitreise erledigt haben. Wir haben unsere Zeitreise erfolgreich beendet. Okay, wir suchen jetzt Spielzeuge ganz, ganz schnell irgendwie. Okay, schnell Europapassage, schnell ein Spielzeug finden und hoffen, dass die nicht so weit reisen. Klar. Guck mal hier, so. Guck mal, Spielzeug, oder? Sehr gut. Und hier ist noch ganz, ganz viel anderes. Erfolgreich. Da, erledigt, erledigt. Gucken wir mal, ob die nächsten hoffentlich auch 2 Punkte. Keine Strafkarte, meinst du? Wir brauchen Punkte. Wissen ist Macht. Stelle eine Person eine Frage, die sie nicht beantworten kann. Das sind nur 2 Punkte. Ist einfach, ne? Kann man ja nur, kann eine Quatschfrage sein, ne? Wenn ich frage, ob meine Boxershorts, können Sie das beantworten? Wahrscheinlich ja nicht. Wie viel Quadratzentimeter ist ein Square Foot? Könntet ihr es beantworten? Nein. Okay, alles vielen, gut. Vielen Dank. Danke. Das haben wir schon mal. Dann müssen wir hoffen, dass das nächste eine Strafkarte ist oder eine super schwierige. Dann kommt Airport. Es sind nur noch 1, 2, 3 Stationen. 4 Punkte. Hab ich mir schon gedacht. Wird knapp. Wie gesagt, gegen die Zeit. Warten auf die nächste. Bereit? Ja. Bereit. Teststrecke. Besuche unterschiedliche Supermärkte oder Discounter und bleibe jeweils 5 Minuten dort stehen. Oh nein. Mindestens 2 Stück. Er hat unsere Aufgabe. Das ist schon mal gut. Gehen in den Rewe. Wir sind drin. Nummer 1, 53. Wir warten jetzt in 2 Supermärkten für 10 Minuten ab. Dann haben wir die Aufgabe automatisch geschafft, haben 2 Punkte und können den sofort neues Ziel reindrücken. Also egal, wo Sie gerade hinfahren, Sie fahren falsch. Es wird gut enden. Genau, jetzt müssen wir aber hoffen, dass Sie in den nächsten 9 Minuten nicht das Ziel erreichen. Weil hier ist ein Supermarkt und da drüben ist ein Discounter direkt auf der anderen Seite. Das ist perfekt. Wir müssen nur jeweils hier ausharren. Das ist ja 10 Minuten, das macht er niemals. Niemals. Es wird dunkel, Flughafen-Time. Er macht wahrscheinlich die Aufgabe, weil sonst hätte er es gewehtut. Mindestens noch ein paar Minuten. So weit ist aber nicht. Das sind 2 Dinger noch hoch. Das ist schon noch ein bisschen. Aber er kriegt dann ja der Dolch hat er, wenn er es macht, hat er genug Punkte, ne? Es wird sauknapp. Okay, sie sind ausgestiegen. Verdammt, sie sind ausgestiegen. Könnte eng werden. Wir haben noch 3 Minuten. Es wird richtig knapp. Und schnell, da ist die Treppe. Okay, wir müssen unseren Flug erreichen. Unser Flug nach Palma de Mallorca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, Leute, es ist 13.01 Uhr. Wir haben noch 2 Minuten. Ja, komm hoch. Wir machen hier so vor Ankunft oder so. Schon wieder Treppen. Unglaublich. 1:20. 1:20. Wenn Sie es jetzt schaffen, verkackt. Wenn nicht. Oh mein Gott. Oh. Ja. Komm her. Nein. Nein. Oh nein. Scheiße.
Eine Minute noch. Das ist die Aufgabe 10. Besuch eine Bibliothek oder Buchladen, finde ein Buch, welches vorher von dir bestimmt wurde. Der Ort darf nicht in Sichtweite sein. Perfekt. Harry Potter, Stein des Weisen. Das Buch suchen wir. Sicher? Ja, ja. Ob er jetzt Harry Potter, Stein der Weisen bekommt, bin ja gespannt. Aber wir schalten mal zu den beiden rüber, ne? Relay, ja, super. Aber da Harry Potter zu finden, könnte passieren. Hey, der Harry Potter zufällig als Buch? Okay, schauen wir mal, danke. Ja, hier ist nicht Harry Potter. Nee, gibt's hier nicht. Müssen wir woanders hin. Ja, wir hätten ein anderes Buch suchen sollen, oder? Der muss es jetzt sein hier. Hi, Entschuldigung. Harry Potter und der Stein des Weisen, habt ihr das? Habt ihr ein anderes von Harry Potter? Kein Harry Potter. Ich suche die ganze Zeit. Er meinte schon nein. Wir hätten googeln sollen, beste Bücher derzeit. Wir waren in deinem Buchladen und haben Harry Potter nicht gefunden. Es war nicht so smart von dir, Harry Potter zu nehmen. Also wir nehmen jetzt die S1, richtig? Versuchen das trotzdem. Das Unmögliche. Ja, mal gucken, wie nah es denn noch kommt. Ich habe mal eine Frage. Haben Sie denn das Band von Harry Potter und Stein der Weisen? Ja, Deutsch oder Englisch, das ist egal. Ah, den Englischen, den nehmen wir nicht. Das ist für das Spiel okay. Deutsch oder Englisch, das ist super. Sind wir gleich bei Ihnen. So, gut. Also das heißt, wissen wir, wo es ist. Müssen jetzt nur das hier erreichen. Wir sind in der S1, fahren in deren Richtung. Stein der Weisen. Vielleicht war das nicht so ganz die weise Entscheidung. Aber es kann schon knapp werden, dass wir... gut, Olsdorf ist nur eine Station, ne? Und dann haben wir 30 Minuten zu Fuß. Da müssen wir wegrennen. War wohl nichts mit den Weisen, ne? Am Flughafen. Ja. Aber jetzt wird es natürlich interessant, weil wir fahren uns jetzt genau entgegen. Wir sind ausgestiegen in Ohlsdorf und versuchen wahrscheinlich dort ihr Glück, was Bücher angeht. Oh, wir sind auf der Siegestrecke. 7 Minuten sind sie wahrscheinlich hinter uns. Das heißt, ein sehr, sehr großer Vorsprung. Sie gehen außen lang. Also sie gehen nicht in die U-Bahn direkt runter. Sie suchen außen irgendwas. Aber wir sind auf dem Weg, ein 3:1 zu holen für Hamburg. Also wir wissen, sie sind in der S-Bahn. Hier mit den Anlagen. Ja, ja, so. Sie sind schon über die Schleuse rüber. Da eine Station noch. Wie lange, wie viele Minuten noch? 8, Sicherheit, ein bisschen joggen. Und jetzt werden sie sich aber auch einen Roller schnappen. Okay. Komm. Mach dich frei. Der weiß ja, dass wir zur Bibliothek wollen. Oh Gott, das ist knapp 3 Minuten, 160, 150 Meter. Attacke. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, jetzt wird's richtig close. Okay. Schön weiter, wir kommen Ihnen richtig, richtig nah. Roller ist schnell, ich sag's dir nochmal. Da ist es. Die Bücherhalle. Schön weiter, bis zum Finale. Komm. Hi, hat gerade telefoniert mit dem Band Harry Potter. Da ist das Buch. Nein! Haben Sie gefunden? Wieder diese Minute. Wie knapp kann es sein? Da oben gehen Sie. Scheiße. Eieiei, das war echt. Habt ihr gut gemacht. Es war extrem knapp, in unterschiedlichen Hinsichten, einmal von der Distanz und einmal von der Zeit her. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Kommentar, alles da, was können wir besser machen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Folgen wieder. Haut rein. Ciao.